Recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghuhn. Heute stellen wir euch ein schickes neues Produkt der Firma Evoq vor. Und zwar geht es um diese Rahmentasche. Das Rad, dazu muss ich gar nichts mehr sagen, das ist das Specialized Roubaix, da haben wir ein eigenes Video zugemacht. Heute geht es um die Rahmentasche, was hat es damit auf sich? Wir haben sie jetzt eine Woche lang getestet, in der Sonne, wie man unschwer erkennen kann. Aber wir werden auch die Wasserdichtigkeit noch prüfen, weil das soll sie nämlich auch sein. Anders als andere Modelle ist diese komplett wasserdicht verschweißt. Wir sind schon sehr gespannt und damit viel Spaß mit diesem Video. Also bevor wir jetzt mit dem Video starten, die Rahmentasche wurde uns von Evoq zur Verfügung gestellt. Trotzdem, alles was wir hier im Video sagen, ist unsere persönliche Meinung und nicht irgendwie bezahlte Werbung. Ja, starten wir mit der Rahmentasche. Das ist die Rahmentasche, das Framepack WP, für Waterproof steht das Ganze. Das ist nämlich was Neues bei der Kollektion vom Jahrgang 2023, also die ganz aktuelle Kollektion. Die Tasche ist komplett wasserdicht verschweißt und auch aus wasserfestem Material und wasserdicht. Auch die Reißverschlüsse sind jetzt wasserdicht. Das ist was Neues, gab es vorher so nicht. Packvolumen ist 3,5 Liter, die ist 45 cm lang, die Tasche. 15 cm hoch und 5 cm dick. Damit passt sie recht schön in den Rahmen rein. Ihr seht hier bei dem Rad, wir haben die Flaschen hier drin gelassen, dass man das ordentlich erkennen kann. Das ist eine 3/4 Liter Flasche und die ist ein bisschen kleiner von Camelback. Und ihr seht schon, hier hinten ist noch relativ viel Abstand zum Rahmen. Das ist Rahmengröße 58. Wir haben es ausprobiert bei Judiths Rad. Da sitzt die Tasche etwas besser drin, also etwas näher hier am Rahmen dran hinten. Der Abstand ist nicht ganz so groß. Wenn man es perfekten Sitz haben möchte, wäre wahrscheinlich Rahmengröße 54 bei dem Specialized Roubaix genau die richtige Tasche. Dann sitzt sie satt drin, aber auch so funktioniert es sehr gut. Was man hier sieht, ist, dass es einen kleinen Konflikt gibt zwischen der Flasche hier unten, der Trinkflasche, und oben dieser Rahmentasche. Das kann man aber ganz gut entschärfen. Wir haben da uns selber mal einen Adapter gebastelt. Wer wissen will, wie das geht, schaut einfach mal auf unserem Blog. Ich mache unten in die Videobeschreibung den Link mit dazu. Man kann diese Flasche dann auch tiefer montieren. Hier wäre der Platz super vorhanden. Dann hätte man hier oben noch mehr Platz und könnte auch eine etwas größere Flasche reinpacken. Ja, jetzt schauen wir uns die Details der Tasche an. Wie man sieht, die wird hier mit solchen Klettriemen befestigt. Die hat man auch verbessert. Ich zeige euch mal an der Beispiel in der Mitte, wie man den aufmachen kann, der Klettriemen. Das geht ziemlich easy. Man kann den in der Länge verstellen, logischerweise, je nachdem, welchen Durchmesser das Oberrohr hier hat. Man kann die auch abschneiden und kürzen, wenn sie einem zu lang sind. Befestigt werden die hier an drei Punkten bei dieser Framepack M. Es gibt noch eine kleinere Tasche, die hat nur 1,5 Liter, die hat wie gesagt 3,5 Liter, da hat man hier noch in der Mitte einen Riemen. Zusätzlich befestigt wird sie, wie man hier sehen kann, vorne ist noch mal ein Riemen dran und hier hinten, also an fünf Punkten. Damit sitzt die Tasche wirklich sehr, sehr fest im Rahmen drin. Wir sind sogar Offroad ein Stück damit gefahren, das hat tadellos funktioniert, gab es kein Problem. Ja, dann sehen wir uns vielleicht noch mal die Reißverschlüsse an, das ist auch noch interessant. Die sind jetzt wasserdicht. Man sieht hier vorne so eine kleine, ja, wie so ein Port, wo man den reinschieben kann, damit der Zipper da ordentlich verstaut ist. Und hier hat man so eine kleine Schnur dran zum Öffnen. Wenn ich das jetzt aufmache, der Reißverschluss geht recht leichtgängig. Wir haben jetzt hier mal ein Handtuch drin, damit man das ein bisschen besser ausstopfen kann und ein paar andere Sachen. Machen wir das Ganze wieder zu. Das ist quasi das Hauptfach, wo man reingreifen kann. Was auch schön ist, zeige ich euch dann gleich nochmal im Detail. Man hat innen nochmal ein paar Netztaschen, um ein Kleinteil zu verstauen. Auf der anderen Seite schauen wir vielleicht mal hier rüber. Okay, ihr seht hier den gleichen Reißverschluss. Allerdings, wenn ich jetzt hier aufmache, ist das ein kleineres Hauptfach. Das ist nur eine flache Tasche. Da kann man Kleinteile reinstecken. Ja, das reicht jetzt aus. Hier hat man zum Beispiel eine EC-Karte drin. Also wirklich nur höchstens einen flachen Riegel oder so reinstecken oder einen Hausschlüssel. Mehr passt da nicht rein. Trotzdem, man kann es auch als Kartenfach verwenden. Also eine kleine Karte würde auch reinpassen. Dafür ist es wirklich gut geeignet. Und dasselbe hier vorne, das Detail mit dem Reißverschluss. Dass der Zipper da sauber drin ist, das ist wirklich schön gemacht. Und der Reißverschluss ist, wie gesagt, auch wasserdicht. Ich würde sagen, dann schauen wir mal, ob die Tasche auch wasserdicht ist. So, ihr seht den Reißverschluss. Die haben die Tasche mit Absicht sehr, sehr voll gemacht. Was man hier auch sieht, der Reißverschluss hier hinten, diese beiden Seiten, die schließen wirklich perfekt ab, so wie es sein soll. Und hier, wo es sehr gespannt ist, hier in der Mitte, geht es ein bisschen auseinander. Und jetzt wollen wir mal ausprobieren, ob das auch wasserdicht ist. Ich nehme jetzt einfach meine Radlflasche
und werde da direkt drauf spritzen. Und dann schauen wir mal, wir haben das Handtuch drin, ob innen ein paar Tropfen durchgekommen sind. Okay, los geht's. Ich würde sagen, das ist der Extremfall. So viel Wasser kriegt man normalerweise nicht drauf. Oder nur, wenn es schüttet, nochmal. Okay. Jetzt werden wir gleich mal reingucken, ob da Wasser reingekommen ist. Man sieht zumindest außen schon mal, es perlt schön ab. Ja, und was ich noch gar nicht gesagt habe, was auch ganz nett ist, das Logo hier auf beiden Seiten ist sogar reflektierend. Also noch mal ein bisschen was für die passive Sicherheit. Jetzt werde ich es mal ein bisschen abtrocknen. So, mit der Hand. Und dann schauen wir mal, ob Wasser reingekommen ist. Ja. Ja, man sieht jetzt den Farbunterschied. Tatsächlich, da ist Wasser durchgekommen. Also unter diesen Extrembedingungen, wie ich es jetzt gerade demonstriert habe, ist sie doch nicht wasserdicht. Der Reißverschluss ist unter Spannung. Ich mache das nochmal zu, dann sieht man es ganz gut. Also er geht tadellos zu, das ist nicht das Problem. Aber man sieht, wenn hier so ein Abstand ist, dann kann hier Wasser reinkommen. Wenn ich so ein bisschen zudrücke, einfach bewusst so zusammendrücke die Tasche, dann sieht man, schließt sich dieser Spalt. Und dann, denke ich mal, ist es auch wasserdicht. Ja, jetzt schauen wir mal rein. Wir haben gerade die Tasche leer gemacht. Ich mache nochmal auf, dass man auch einen Blick hineinwerfen kann. Ihr seht, hier ist so ein Innenmesh angenäht, also so kleine Extra-Taschen. Da kann man nochmal Kleinteile drin verstauen. Das ist immer eine sehr sinnvolle Variante. Drei Teile sind hier drin. Und auf der anderen Seite ist eben nochmal von außen diese wasserdichte Extra-Tasche. Schauen wir auch nochmal rein. Auf der Seite haben wir hier nochmal das Gleiche. Eine extra Außentasche, wo man nochmal Kleinteile drin verstauen kann. Die Tasche gibt es in zwei Größen mit 3,5 Liter. Das ist das Modell, was hier vor euch ist. Oder auch, das ist Größe M. Oder auch in Größe S, da hat sie 1,5 Liter und sie ist in zwei Farben erhältlich. Das ist dieses Steel und dann gibt es noch Carbon Grey, das ist ein dunkleres Grau. Das habt ihr im älteren Video auch schon von uns gesehen. Das verlinken wir euch nochmal, wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt. Ja, hier nochmal zur Rahmengröße. Das ist Rahmengröße 58 bei dem Specialized Roubaix. Ihr seht hier vorne, hier kriege ich schon fast drei Finger rein, also relativ viel Abstand. Man könnte also hier in diesen Rahmen noch eine größere Tasche montieren. Das ist halt die Tasche, ja, die Maße, die sie jetzt hat. Die ist 45 cm lang. Bei Rahmengröße 56, das war der Rahmen, den Judith gefahren hat, da wäre der Abstand hier etwas geringer. Da sitzt sie noch etwas schöner drin. Vermutlich würde sie perfekt von der Länge reinpassen bei Rahmengröße 54, aber das konnten wir jetzt noch nicht testen. Was wir aber sagen können, zur Verarbeitungsqualität insgesamt gefällt sie uns sehr gut. Ein Punkt, den ich jetzt noch nicht angesprochen habe, war die Beladung. Wir wissen nicht, wie viel Zuladung da maximal möglich ist, da gibt es keine Angabe auf der Herstellerseite. Wir vermuten mal nicht zu viel. Wir haben die Tasche jetzt, haben wir euch gerade vorher gezeigt, ziemlich voll gepackt gehabt, also relativ schwer beladen. Die sitzt stramm drin, also das passt. Die Riemen halten auf jeden Fall das Gewicht aus. Auch hier oben an den Kontaktpunkten gab es keine Probleme jetzt nach der Woche im Test. Das, denke ich, haut hin. Allerdings hatten wir ja gesehen, dass der Reißverschluss, wenn er so unter Spannung ist, so sich ein bisschen öffnet. Es könnte Staub eindringen. Bei längerer Benutzung ist das sicher auch nicht günstig. Und vor allen Dingen haben wir ja gesehen, dass sie dann nicht mehr ganz wasserdicht ist. Es kommt also wirklich Wasser rein, wenn man jetzt einen Wasserstrahl da drauf gibt. Natürlich nicht das Normale von der Benutzung her, aber wenn es wirklich im Sturz bachartig regnet, dann würde da Wasser eindringen, wenn die Tasche eben voll beladen ist. Wenn sie eben leicht beladen ist und dieser Reißverschluss hier sauber abschließt, sollte es aber kein Problem sein. Ja, jetzt kann man zum Fazit kommen. Jetzt seht ihr das Ganze hier an Judiths Rahmengröße montiert. Das ist jetzt Rahmengröße 56, ansonsten genau das gleiche Rad. Und ihr seht ja nochmal den farblichen Vergleich zwischen diesen beiden Taschen. Eben diese Frampack WP gibt es auch in diesem Grau, das etwas dunkler ist. Also sie gefällt uns sehr gut. Wenn wir bei Wünsch dir was wären, uns noch ein paar Punkte wünschen dürften, die wir verbessern könnten oder die Tasche selber designen würden, würden wir sagen, sie ist sehr gut geworden. Sie ist wasserdicht grundsätzlich. Der Nachteil ist halt, wenn sie voll bepackt ist, so wie jetzt. Jetzt ist sie wieder voll befüllt. Man sieht, dass der Reißverschluss hier vorne sich so ein bisschen öffnet. Und das ist eben der Nachteil, wenn es dann tatsächlich mal regnet oder so richtig Strahlwasser draufkommt, dass dann Wasser eben reinkommt. Also eine Abdeckung hier vorne rüber über diesen einfach so eine Stoffband hier so aufgeschweißt wäre, dass der Reißverschluss abgedeckt ist. Am besten natürlich auf der anderen Seite genau das gleiche. Das wäre perfekt.
dann wäre sie, denke ich mal, auch komplett wasserdicht. Was wir uns noch wünschen würden, hinten und vorne haben wir ja gezeigt, kann man diese Position des Riemens, dieser beiden Riemen nochmal verändern mit extra Schlaufen. Hier sind so Ösen dran. Wenn das umlaufend wäre, hier oben, wäre es noch schöner, dann hat man auch keine Konfliktprobleme, wenn man hier noch eine Oberrohrtasche festmachen möchte, dass das dann sauber passt. Und man könnte, wenn man wollte, zusätzliche Riemen hier befestigen, wenn die Tasche eben schwer beladen ist, dass hier, wo jetzt mein Finger durchsteckt, man eben nicht mehr so einfach durchkommt, weil die Tasche dann nochmal oben etwas näher am Oberrohr anlegt. Das wäre schön. Ansonsten eine tolle Tasche. Zum Preis haben wir noch gar nichts gesagt. Der UVP war zum Zeitpunkt, wo wir das Video gedreht haben, 90 Euro. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und damit bis zum nächsten Mal. Servus!